Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem WLK Regional und das Ganze am Dienstagabend. Ja, die heißen Temperaturen, die halten weiter an und deswegen bleiben auch wir heute unserem Studio fern. Wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Freiburg feierten ihren 150. Grund genug auch für uns zu gratulieren und mit unseren Kameras vorbeizuschauen. Mein Kollege Steffen Barfuß berichtet. Aufgeregte, aber gute Stimmung herrschte am Samstag im Freiburger Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Trotz sommerlicher Temperaturen erschienen die Kameraden mit Schlips und Kragen zu einem ganz besonderen Einsatz. Also wir haben unser 150. Gründungsjubiläum der Freiwilligen Turnerwehr Freiburg. Die wurde als Turnerfeuerwehr gegründet, mit von 33 Turnern des Turnervereins zu Freiburg. Und über die ganzen Jahre ist die Feuerwehr immer der aktive Mittelpunkt gewesen, des Feuerlöschwesens. Und dieses Jubiläum wollen wir am heutigen Tag zusammen mit allen Gästen und Freunden würdig feiern. Wie bei solchen Anlässen üblich, wurden auch in Freiburg Vertreter der umliegenden Wehren erwartet, um gemeinsam mit ihnen einen Umzug durch den Ort zu gestalten und der Bevölkerung die Technik von damals und heute zu präsentieren. Wir haben also prinzipiell Einladungen verschickt an alle Feuerwehren des Burgenlandkreises, haben sehr viele Rückmeldungen bekommen. Erfahrungsgemäß kommen kurzfristig noch welche dazu. Also wir rechnen so mit 50, 60 Fahrzeugen und 200, 250 Teilnehmern. Und unter anderem haben wir auch unsere Partnerfeuerwehr aus Nierstein eingeladen, die auch hierher uns unserer Einladung gefolgt sind. Und ich denke mal, es wird schon ein etwas größeres Fest heute werden. Ja, und zwar haben wir schon seit der Wende guten Kontakt mit der Feuerwehr. Ja. Und deswegen sind wir heute da, weil wir eingeladen worden sind. Und da sind wir natürlich da beim Feuerwehrfest. Ah ja, das ist natürlich eine lockere Verbindung, schon 20 Jahre oder fast, ja, 89 oder so war es ja. Eine lockere Verbindung und immer wenn wir ein Fest haben, da kommen Sie rüber und wenn Sie ein Fest haben, da sind wir hier. Und auch zwischendurch, wenn mal ein Geburtstag ein großes ist oder sowas, da sind wir auch. Oder wie bei uns. Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der Umzug in Bewegung. Besonders die alte Löschtechnik wurde von den am Straßenrand stehenden Zuschauern bestaunt. Die Freiburger zeigten natürlich stolz auch ihre aktuellen Fahrzeuge. Also die Feuerwehr in Freiburg, wir haben ein Tanklöschfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug, Rettungsboot, Einsatzleitfahrzeug. Wir sind sehr gut ausgestattet. Wir könnten immer noch mehr Mitglieder gebrauchen. Das ist ja in der heutigen Zeit das große Problem eher. Die Technik ist da, aber es müssen auch die Menschen da sein, die Kameraden, die es bedienen. Und da wird es wohl zukünftig durch unseren demografischen Wandel etwas in die andere Richtung gehen, dass wir leider immer weniger dieses Ehrenamt wahrnehmen und demzufolge auch die Feuerwehren Probleme haben, die Fahrzeuge zu besetzen. Die am Umzug teilnehmenden Fahrzeuge schlängelten sich lauthals durch die Stadt. Nur dieses Mal völlig ungewohnt im Schritttempo. Ziel des Umzuges war der Schützenplatz. Dort konnten die Besucher ganz in Ruhe die Fahrzeuge aus der Nähe betrachten. Die Vielzahl der unterschiedlichen Fahrzeuge macht jedem Betrachter deutlich, dass es heute bei der Feuerwehr nicht mehr allein ums Schlauchhalten geht. Vielmehr sind sie in vielen Bereichen ausgebildete Spezialisten. Das auf alle Fälle. Ohne jetzt einfach sich mal draufzusetzen und sage, ich bin heute mal Feuerwehrmann, das geht gar nicht mehr. Die Pumpen, die ganzen Bedienungen, Schläuche, technische Aggregate wie Schere, Spreizer, das erfordert bei Weitem einen höheren Kenntnisstand, dass man das heutzutage auch braucht wirklich. So ruhig und idyllisch gelegen Freiburg auch erscheint, die Kameraden der Feuerwehr werden auch hier gefordert. Allein im letzten Jahr hatten sie rund 50 Einsätze. Meist sind es heute technische Hilfeleistungen. Aber das Bekämpfen von Bränden, was vor 150 Jahren zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr führte, bleibt natürlich Hauptaufgabe. Der letzte große Brand war im Jahr 2013 in einem Wohnblock. Dort hat im Flurbereich ein Kabelschacht
geschmort und da hat sich durch die Sauerstoffzufuhr eine Durchzündung ereignet und da mussten wir auch zwei Personen über die Drehleiter retten. Das war schon ein etwas anspruchsvoller Einsatz, muss man sagen, ja. Um solche und viele andere Einsätze sicher zu beherrschen, üben die Kameraden wie bei allen freiwilligen Feuerwehren immer wieder. Umso mehr freut es sie, wenn sie zusammen mit den Einwohnern auch einmal ausgelassen feiern können. Doch auch dann muss niemand Angst haben, dass keiner über sie wacht. Heute sind ja nun die Feuerwehrleute alle zum Umzug. Wer sorgt denn dann für die Sicherheit in Freiburg? Also wir haben natürlich in Absprache mit der Leitstelle andere Feuerwehren ringsrum, die unseren Alarm mit übernehmen würden. Aber prinzipiell haben wir eine kleinere Gruppe, die immer auch einsatzbereit bleibt. Im nächsten Jahr bekommen die Kameraden in Freiburg ein neues Fahrzeug. Auch wir werden zur Übergabe wieder mit dabei sein. Aber Sie brauchen nicht so lange zu warten. In unserer Freitagssendung zeigen wir Ihnen weitere Bilder vom Umzug, Interviews und Impressionen von der Fahrzeugschau. Bald ist es wieder soweit. Das 25. Weißenfelser Schlossfest erwartet seine Gäste. Vom 27. bis 30. August wird mit zahlreichen Highlights in der Saalestadt kräftig gefeiert. Das bunte Programm bietet an den vier tollen Tagen für jeden Geschmack etwas. Das Leipziger Symphonieorchester eröffnet mit einem Konzert am Donnerstagabend das Schlossfest. Am Freitag heißt es dann Rock meets Saalestadt. Drei Tributebands heizen auf dem Schlosshof den Weißenfelsern richtig ein. Da gibt es dann Songs von Rammstein, Kiss und Metallica zu hören. Traditionell rollen am Samstag zahlreiche Oldtimer über den Marktplatz und starten zur 21. Oldtimer-Rallye durch den Burgenlandkreis. Derweil gibt es rund um die neue Augustusburg für Groß und Klein ein buntes Programm. Es ist für reichlich Abwechslung gesorgt. Am Samstagabend findet dann das Treffen der Generationen mit Disco Orion und der Zoom Air Party Crew statt. Für den Sonntag ist wieder der große Festumzug durch Weißenfels geplant. Viele Darsteller lassen dabei die Geschichte um die Saalestadt wieder lebendig werden. Die finnische Band Steven Seagal sorgt ab 20 Uhr auf ihre ganz eigene Art für gute Laune. Und um 22 Uhr findet das 25. Weißenfelser Schlossfest mit einem großen Feuerwerk sein Ende. Auch das BLK Regional-TV wird mit seinen Kameras vor Ort sein. Also aufgepasst, vielleicht sind Sie in unserem großen Schlossfest-Spezial mit dabei. Das 25. Schlossfest. Weißenfels freut sich auf seine Gäste. Achtung, aufgepasst! Das BLK Regional-TV verlost 3x2 Eintrittskarten jeweils für Donnerstag und für Freitag sowie 3x2 Wochenendtickets. Schreiben Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@blkregional.tv oder rufen Sie uns einfach an unter 0344 41 23 052. Wir wünschen Ihnen viel Glück dabei. Am 6. September startet im Rahmen des Mitteldeutschen Marathons ein ganz besonderer Lauf. Von Sperger aus geht der Run and Roll gen Halle. Der Verein Pontiky aus Weißenfels beteiligt sich schon seit mehreren Jahren an diesem Lauf. Das erste Training dafür war am letzten Mittwoch auf dem Hohenmölzner Stadion. Das Ganze mit Unterstützung von Robbie Clemens. Trotz 32 Grad fanden sich am letzten Mittwoch mehrere Läufer im Stadion von Hohenmölzen ein, um ein erstes Training gemeinsam mit Rollstuhlfahrern zu absolvieren. Der Sinn des Termines heute ist, dass die Läufer dann schon mal in Kontakt mit dem Rollstuhl kommen. Ist ja ein Rollstuhlmarathon, der Rollstuhl wird über 40 Kilometer geschoben von einer Staffel. Und heute sind Läufer, die sich gemeldet haben, hier, um unter der Anleitung von Robbie Clemens so ein paar Lauftechniken zu erlernen, aber vor allem auch, um so einen Rollstuhl mal zu schieben. Ungewohnt für die Läufer ist das Schieben des Rollstuhls und die damit verbundene Kraftanstrengungen in den Armen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir hier jemanden im Rollstuhl haben, den wir schieben, den seine Sicherheit und natürlich auch das Wohlbefinden steht im Mittelpunkt. Danach richtet sich auch die Staffel, richten sich die Läufer. Das heißt, man muss dann natürlich auch sehen, was hat derjenige im Rollstuhl vielleicht noch gerade noch für ein Bedürfnis, muss ja vielleicht zwischendurch auch mal auf Toilette oder
Wichtig ist dann auch, dass man den Rollstuhl so schiebt, dass man eben immer noch unter Kontrolle hat, dass also die Sicherheit auch gewährleistet ist. Dass man erstmal im langsamen Laufen ein Gefühl für den Rollstuhl bekommt, wie reagiert der, wie kriege ich das hin, dass ich den sicher halte, dass ich auch in die Kurven komme. Und wenn man dann die Sicherheit hat, kann man dann schon mal ein bisschen mehr wagen und kann auch schon mal ein bisschen schneller laufen, um sich einfach zu testen und das Gefühl schon im Vorfeld dafür zu bekommen. Pontekühl wird in diesem Jahr 4 Staffeln stellen und dazu braucht der Verein insgesamt 80 Läufer bzw. Schieber. Diese werden dann jeweils eine Strecke von 4 Kilometern zurücklegen. Also gestartet wird in Sperrgau an der Jahrhunderthalle und enden du das Ganze in Halle auf dem Marktplatz. 40 Kilometer, das heißt, es sind 10 Streckenabschnitte zu je 4 Kilometer, die immer von einem Paar bestritten werden. Also 2 Mann schieben dann über diese 4 Kilometer. Alles organisiert im Rahmen des Mitteldeutschen Marathons, der ja stattfindet, und wird dann alles darüber organisiert. Unterstützend und motivierend war an diesem Tag Robbie Clemens mit von der Partie. Er gab den Hobbyläufern wertvolle Tipps bei der Herangehensweise eines Marathons. Naja, man hat mich gefragt, ob ich da ja mal ein bisschen beim Training mithelfen kann und solche Projekte, wo anderen helfen, das liegt mir sowieso total am Herzen und von daher bin ich immer bereit, da zu helfen, wenn jemand fragt. Die Stimmung bei dem ersten Training war sehr gut und alle hatten dabei ihren Spaß. Zum Kennenlernen waren an diesem Tag 5 Runden angesetzt. Jeder war einmal der Schieber, um sich an den Rollstuhl zu gewöhnen. Nicht nur für Robbie Clemens war es ein anderes Training als sonst. Ja, ne, weil das ist ja schwierig, jetzt so Rollstuhl zu schieben. Man muss mit den Füßen aufpassen, man hat nur den Raum zwischen den Rädern, wo man treten kann. Man kann auch keine Langschritte machen, sonst stößt man ja den Rollstuhl an. Und das Wichtigste ist ja, dass man den der da im Rollstuhl, entweder eine Frau oder Mann da drin sitzt, dass die Spaß dabei haben, viel Wind mitkriegen von der Sache her. Und da ist das ja im Mittelpunkt eigentlich. Dennoch gilt für alle. Vordergründig ist nicht die sportliche Höchstleistung und hohes Tempo zu sehen, sondern ein angenehmes Teamfeeling und gemeinsames Großes leisten zu können. Der Verein braucht noch ambitionierte Läufer für ihr Vorhaben. Wer also Lust hat mitzumachen, ist gern willkommen. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Interfunk Mende. Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese 4 Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut.
Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Saisonstart bei Blau-Weiß Zorbau ist am Freitag, dem 14. August auf heimischen Rasen. Pünktlich um 18.30 Uhr ist Anpfiff gegen den ersten FC Weißenfels. Wer sich aber nicht für Fußball interessiert, für diejenigen, haben wir jetzt weitere Vorschläge in unseren Veranstaltungstipps. Seit Jahrtausenden haben die Menschen vom Mittelberg aus den Himmel beobachtet. Die Mitarbeiter der Arche Nebra nehmen den Sternschnuppenregen der ersten Augusthälfte zum Anlass, es ihnen gleich zu tun, und laden sie dazu recht herzlich ein. Am Samstag, den 15. August, erwartet sie ab 17 Uhr eine Planetariumsshow unter dem Motto »Die Himmelsscheibe von Nebra«. Um 18 Uhr gibt es dann eine geführte Wanderung zum Fundort der Himmelsscheibe und ein Sonnenuntergangspicknick für Selbstversorger. Ab 21 Uhr klingt der Abend mit den Himmelsbeobachtungen selbstverständlich mit Teleskopen aus. Anmeldungen sind erforderlich. Am Samstag, den 15. August, können Sie mal wieder an einer öffentlichen Sonderführung durch die Justizvollzugsanstalt Naumburg teilnehmen. Beginn ist um 14 Uhr. Einen Streifzug durch die Weinberge von Griechau nach Burg Werben oder umgekehrt können Sie am Samstag, den 15. August, ab 14 Uhr unternehmen. 14 Winzer von der Weinbaugemeinschaft Burg Werben Griechau e.V. laden Sie dazu recht herzlich ein. Im Rahmen der neuen Naumburger Nächte können Sie am Samstag, den 15. August, irisch-britische Stimmungsmusik im Marientor mit Magic Ties genießen. Die 4 Musiker der Band sind very international. Paul Stowe kommt aus den USA, Trevor Morris aus England, Peter Corbett aus Irland und Konrad Stock aus Deutschland. So vielfältig und einzigartig wie ihre Nationenmischung ist auch ihre Musik. Sie werden Ihnen an diesem Abend irischen, englischen und schottischen Folk mit den verwandten amerikanischen Bluegrass sowie Mountain Music mixen. Sie spielen mit traditionellen Saiteninstrumenten, Flöten und Geige, Dudelsack und Bodhrán, einer irischen Rahmentrommel. Dabei sind sie nicht nur gekonnte Stilisten auf einer Vielzahl von akustischen Instrumenten, sondern auch begnadete Sänger und Entertainer. Der Eintritt für das Konzert beträgt 9 Euro. Ermäßigte Eintrittskarten können für 6,50 Euro in den Touristinformationen Naumburg und Bad Kösen erworben bzw. vorbestellt werden. Der moderate Eintrittspreis wird durch die finanzielle Unterstützung der Technischen Werke Naumburg, der Sparkasse Burgenlandkreis sowie den Konzertpaten ermöglicht. Konzertpate dieses Konzertes ist die Marientor-Apotheke Herr Prozinski in der Fischstraße 1 in Naumburg. Am Samstag, den 15. August, lädt das Leislinger Einkaufszentrum Schöne Aussicht in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum Zuckertütenbasteln für alle Eltern und Kinder recht herzlich ein. Aber nicht nur Basteln ist angesagt. Wasserlaufbälle, ein Karussell, eine Hüpfburg und ganz viel gratis Zuckerwatte warten darauf, gegessen zu werden. Wir wünschen schon mal viel Spaß dabei. Na, war etwas für Sie dabei? Wenn nicht, dann gehen Sie doch ganz einfach mal wieder ins Kino. Hier unser Kinotipp für Sie. Die IMF ist schlagkräftig und hocheffizient.
Eine einzigartige Spezialeinheit, immun gegen jegliche Angriff. Aber sie verursacht nur Chaos. Die Zeit ist reif, um die IMF aufzulösen. Benji. Ethan, wo bist du? Das Syndikat existiert. Eine Untergrundarmee, ausgebildet wie wir. Eine Anti-IMF. Wir waren bei der Rogue Nation Weltpremiere in Wien, einem der Drehorte. Wir sind jetzt draußen in Wien. Dieses Haus ist kein CGI. This is not CGI. Es war eine riesen Gaudi. Autojagden, Prügeleien, was will man mehr? Rogue Nation bietet innovative Stunts und unglaubliche Überraschungen. Bist du eingeschnallt? Das fragst du mich jetzt? Es war ein tolles Team. Wir hatten viel Spaß. Ich bin Fan der Serie und finde es klasse, dass diesmal ein neu zusammengesetztes Team zum Zuge kommt. Eine unmögliche, etwas seltsame Mission zu erfüllen. Wir haben ein Flugzeug-Stunt drin. Die Sache begann als Witz, aber Tom sagte, ich kann das machen. Also seien Sie vorsichtig, was Sie ihm gegenüber so sagen. Ethan? Benji, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ja, ich versuch's ja. Ach du dickes Ei! Das ist großes Popcorn-Kino. Als Zuschauer würde ich den Film mögen. What I would want in a movie. In Übersee ist Rogue Nation, zu Deutsch Schurkenstaat, souverän auf Platz 1 gelandet. Die Einspielprognosen wurden mehrmals nach oben korrigiert. Diese Uhr ist wasserdicht. Und stoßfest. Kaufen Sie diesen Hammer. Vom 5. bis 9. August hatte die Gamescom in Köln seine Pforten geöffnet. Die größte Spielemesse präsentierte mal wieder zahlreiche Neuheiten dem angereisten Publikum. Einen kleinen Einblick, was sich so auf dem Spielesektor getan hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Eintauchen in virtuelle Welten, das ermöglicht diese neue Virtual Reality Brillengeneration. Damit wird das Spielerlebnis noch authentischer und vor allem realistischer. Auf der Gamescom in Köln kann man es jetzt live erleben. Realistisch von dem Ganzen, auch dass man eben nach links und rechts schauen konnte und dann auch eben noch kleinere Sachen bemerkt hatte. Die Virtual Reality ist die Zukunft des Sehens für alle möglichen Entertainment-Formen. Ganz egal, ob es sich um Games, Kino oder Lehre, Schulbildung handelt. Konzepte wie diese sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Auf der weltweit größten Spielemesse zeigen über 800 Aussteller auf einer Fläche von 27 Fußballfeldern die neuesten Trends aus der Spieleindustrie. Ich arbeite in der Spieleindustrie. Für mich ist es sehr wichtig, hier zu sein und zu sehen, was die Konkurrenz so macht. Zum einen, dass man hier sehr viele verschiedene Anbieter hat, Anime, Spiele. Und auch in alle Richtungen, also für Jugendliche, für Kinder, aber auch für Erwachsene. Besonders beeindruckend die neuesten Konsolenspiele. Erstmalig nutzen Spielehersteller die große Rechenkraft der aktuellen Konsolengeneration komplett aus. Das ermöglicht eine noch nie dagewesene Qualität. Das heißt, noch mehr Entertainment, noch mehr Spieleerlebnis und deswegen glaube ich, Next Level of Entertainment ist genau richtig. Auch Partnerland Großbritannien macht deutlich, was es spieletechnisch zu bieten hat. Schließlich gilt das Land als europäischer Vorreiter in der Gamer-Szene. So the UK is, full of multinational. Viele internationale Unternehmen der Gaming-Industrie haben ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Und viele von denen entwickeln richtig große und tolle Spiele. Ich finde es klasse, dass hier so viele Leute sind und auch so viele verkleidet.
Es zeigt, wie beliebt diese Spiele gerade in Deutschland sind. Germany in particular loves their games. Denn neben der Fachmesse und den neuesten Spieletrends ist der Entertainment-Faktor besonders groß. Hier inszeniert und feiert sich die Gamer-Szene selbst. Längst begeistert das Erlebnisspiel nicht mehr nur eingefleischte Gamer, sondern auch ganze Familien im eigens dafür eingerichteten Family and Friends-Bereich. Weil die Spieler von damals heute die Eltern sind und dadurch ihren Kindern auch einfach viel besseren Zugang und auch viel kompetenteren Zugang zu den Spielen ermöglichen können. Noch bis zum 9.8. können Besucher in die virtuelle Welt eintauchen und die Realität mit ganz anderen Augen sehen. Bei den Schmetterlingen aus Theißen, da handelt es sich nicht um eine Tanzgruppe oder dergleichen, obwohl man bei dieser Sportart auch etwas Rhythmus braucht. Am Samstag führten sie ein Volleyballturnier durch. Bereits zum sechsten Mal in Folge hatten sich die Freunde des fliegenden Leders im Stadion zu Theißen zusammengefunden. Fliegendes Leder deshalb, weil das während eines Volleyballmatches der Normalzustand des Balles sein sollte. Weder am Boden noch in der Hand sollte sich das Runde befinden und die Ballkontakte sollten möglichst kurz, dafür aber richtungsweisend und gefühlvoll bis kraftvoll sein. Eingeladen zu diesem Sommerturnier hatten die Schmetterlinge aus Theißen. Es haben sehr viele Mannschaften Interesse, noch viel mehr. Wir können auch bloß mit 15 spielen, dass wir es an einem Tag alles zusammenkriegen. Wir würden noch viel mehr Mannschaften gerne mitspielen. Und das sind auch die Mannschaften großenteils, wo wir auch jedes Jahr selber zum Turnier hinfahren, die auch viele von denen Turnier organisieren. Und die haben wir heute eingeladen, bei bestem Wetter, um gemeinsam Tag zu verbringen. So fanden sich letztlich 13 Mannschaften ein, wobei es sich in der Regel um gemischte Teams handelte. Müsste man sich vielleicht mal um ein genderneutrales deutsches Wort für Mannschaften Gedanken machen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Volleyball in Theißen? Wo spielt ihr, in welcher Klasse? Also wir sind ein reiner Hobbyverein, wie alle anderen Mannschaften heute hier. Das war Kriterium, dass keine Ligamannschaften teilnehmen, weil die Ligamannschaften sich sowieso untereinander messen. Hier wollten wir halt ein Turnier organisieren, wo die Hobbymannschaften mal gegeneinander spielen können. Wir selber sind im Verein 24 aktuell, aktive Mitglieder jeglichen Alters von 13, 14 bis um die 70. Macht Spaß, wie man es hört. Ja, der Spielbetrieb ungefähr bis um 5, um 6 rum, wenn das Wetter hält. Das Wetter hat gehalten und blieb bei um die 30 Grad konstant hochsommerlich. Vielleicht etwas zu warm für jene, die es, zumindest was den Namen betrifft, eigentlich kühler mögen. Gemeint sind die Huskies aus Großheringen, die sich das aber nicht anmerken ließen. Vor Volleyball fahren wir weit. Okay. kennt ihr den Verein? Ja, wir spielen seit Jahren zusammen auf Turnieren. Sanit Cup Eisenberg und so. Das kommt aber nicht im Fernsehen. Weil da hätte ich mich gekämmt. Wie seid ihr denn zufrieden bis jetzt? Die Gegner sind meistens besser wie wir. Das ist unser kleiner Nachteil, aber sonst geht's. Und so von der Location her? Passt ein bisschen warm, aber das sind wir gewohnt. Haut hin! Also klar erkennbar ging es in erster Linie um den Spaß. Die Ergebnisse waren zweitrangig. Dennoch der Vollständigkeit halber sind hier die Podiumsplätze genannt. Den Pokal holte sich Blau-Weiß Zeitz, die erste Mannschaft der Schmetterlinge Theißen begnügte sich mit dem zweiten Platz, Fortuna Remsdorf folgte auf Platz 3. Die Huskies aus Großheringen platzierten sich weit hinten und sollten vielleicht mal ein Open-Air-Winterturnier ausrufen, denn im Schnee sind Huskies bekanntlich sehr stark. Nur mal so als unverbindliche Idee. Der August macht als Sommermonat seinem Namen nun wirklich alle Ehre. Mancher zählt wohl schon die Tage, wenn er wieder die Scheiben seines Autos freimachen muss. Doch schneien, ja glauben Sie mir, schneien wird es die nächste Zeit wohl nicht. Die nächsten Tage, wie die aussehen, die nächsten 3 Tage, das sagen wir Ihnen jetzt in unserer Wettervorschau. Am Mittwoch zeigt sich die Sonne bei nur wenigen Wolken für längere Zeit.
Schauer und Gewitter bleiben die Ausnahme. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 32 Grad. Es weht ein schwacher Nordwind. In der Nacht zum Donnerstag ziehen einige Wolkenfelder durch, die für einzelne Schauer sorgen können. Bei schwachem Nordostwind kühlt die Luft auf 19 bis 14 Grad ab. Am Donnerstag ziehen allenfalls harmlose Schleierwolken vorüber. Meist scheint jedoch ungestört die Sonne und es bleibt trocken. Bei schwachem Nordostwind steigt die Temperatur auf 31 bis 35 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es überwiegend klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 und 17 Grad. Es weht dabei ein schwacher Ostwind. Der Freitag wird ein überaus sonniger und heißer Tag werden. Die Quecksilbersäule klettert bis auf 36 Grad. Am Abend können vereinzelt Wärmegewitter auftreten. Wie es am Wochenende wettertechnisch gesehen aussieht, das sagen wir Ihnen in unserer aktuellen Sendung am Freitagabend. So, liebe Zuschauer, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes auch für Sie mit dabei. Am Freitag haben wir dann wieder eine neue Ausgabe von BLK Regional für Sie parat. Mehr Nachrichten aus dem Burgenlandkreis, die finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter blkregional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach im sozialen Netzwerk bei Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis zum Freitag. Tschüss.